Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Und Karen Friesecke. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei der Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Top aktuell: Skandal bei der EM-Eröffnungsfeier. Sensation: Explosionsursache der Ariane-Rakete geklärt. Unser Stargast in der Wochenshow, Dirk Bach. Und Sommerthema Nummer 1, Heuschnupfen. Was sagt der Bundeskanzler? Die Themen der Woche. Saddam Hussein wurde gestern nach wochenlanger Abwesenheit erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen. Vor einem begeisterten Publikum in Bagdad bot der irakische Diktator eine atemberaubende Jojo-Trickshow. Zuerst zeigte Hussein den allseits bekannten Läufertrick. Dann folgte eine spektakuläre Figurenfolge, die er selbst entworfen hatte. Mit einer meisterhaften Jonglage überzeugte der virtuose Diktator auch die letzten Zweifler. Ein gelungenes Comeback. Die Fußball-Europameisterschaft hat begonnen. Wir hoffen natürlich alle, dass Bertie Vogts mit seiner Mannschaft bis zum 30. Juni in England bleibt. Dann ist nämlich Endspieltag. Damit ihm zu Hause sein neuer Mercedes nicht abhanden kommt, hat Vogts vor der Abreise eine spezielle Alarmanlage einbauen lassen. Und denk, Mensch, den wollte es ja noch anrufen. Und dann mache ich es einfach. Sie glauben ja gar nicht, wie viel Arbeit man im Auto erledigen kann. Und die Kosten? Meine Frau hat es verglichen. Da können Sie ganz sicher sein, dass die kürzlich sind. Zitter, das du Telefon. Guten Tag, ein Telegramm für Sie. Oh, das ist aber schön, ein singendes Telegramm. Und das an meinem Geburtstag. Ein singendes Telegramm? Moment mal, das muss ein Irrtum sein. Nee, das kann gar kein Irrtum sein. Ich habe mir ein singendes Telegramm gewünscht. Ah ja, aber in meiner Dienstanleitung steht hier ganz genau... Ach, verlassen Sie mal Ihre Dienstanleitung. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen auch 10 Mark. Nee, nee, also für 10 Mark schon gar nicht, ja? Na gut. Dann eben 20. Okay, für einen 100er. Aber nur, weil Sie Geburtstag haben, ja? Das ist aber ein bisschen viele, meinen Sie nicht? Na gut. Dann will ich aber auch was hören, hä? Aber sicher. Ihre Mutter ist tot. Ihre Mutter ist tot. Ja, 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 Ihre Mutter ist tot. Bonn. Heute hat die FDP-Tagung zum Thema Orientierung in Europa begonnen. Eröffnungsredner Ignaz Bubis verspätete sich um eine halbe Stunde. Wir sind schon mal falsch gefahren. Ja, wir hätten dort gemusst. Fahren Sie zurück. Man muss aufpassen. Ich habe vergessen, dass Sie den Weg nicht kennen. Vorne links. Also hier. Nee, hier nicht. Da ist verboten. Hier. Moskau. Präsident Boris Jelzin stellte gestern die neuen Beauftragten für die Gleichstellung der Frau vor. Washington. In den USA läuft der Wahlkampf auf Hochtouren. Präsident Clinton und sein Team freuen sich dabei über jede Form der Unterstützung. Dramatische Wende im Fall des mutmaßlichen Steuerhinterziehers Peter Graf. Seine japanischen Anwälte präsentierten gestern nachträglich über 200.000 Tankquittungen.
Stuttgart. Mercedes und Greenpeace haben in dieser Woche ihre erste gemeinsame Erfindung vorgestellt. Ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel, das Mopedrom. Angetrieben wird es von Pierre Littbarski und Norbert Blüm. Sydney. Der britische Thronfolger Prinz Charles ist zu einem Staatsbesuch in Australien eingetroffen. Näheres dazu von unserem Korrespondenten Marco Riemer. Hallihallö. Hier in Australien herrschen unerträgliche 40 Grad im Schatten. Halbwegs auszuhalten sind diese Temperaturen nur in den Gängen des australischen Parlaments, wo Prinz Charles heute Morgen eine Rede gehalten hat. In wenigen Augenblicken wird er auf dem Vorplatz des Parlaments ein Denkmal enthüllen. Schauen wir mal. Silvian, verehrte Hoheit, die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag Ihres Gatten werden wohl, mit Verlaub, als Orgie des Jahrhunderts in die Annalen eingehen. Ist es für Sie, verehrte Sylvia, nicht eine Kränkung, dass Ihr Ehegatte Karl Gustav in dieser Nacht das Schlafgemach mit der englischen Königin geteilt hat? Was ich selbst sehr wichtig finde, ist also, dass man tolerant ist. Das finde ich sehr wichtig. König Karl der 16. Gustav, Ihr Gatte, wollte ja sogar den als Kinderfreund bekannten Michael Jackson zur Party einladen. War das auch in Ihrem Sinne? Nein, das habe ich versucht zu vermeiden. Ich weiß ja, ob es richtig war, aber ich glaube, das wäre mehr eine Belastung für die Kinder geworden. Es gibt das Gerücht, Sie seien am späten Abend nur noch mit einem angeklebten Schnurrbart bekleidet durch die Gänge gelaufen. Man hat mir eigentlich selbst sehr viel Freiheit überlassen. Und viele Fragen, die ich hatte, hat mein Mann sehr oft beantwortet mit, ja, mach so, wie du das für richtig hältst. Höhepunkt des Abends war eine Partie Strip-Poker im Kreise der Familie. Wer hat denn da die besten Karten gehabt? Das fragen Sie mich. Spartacus, der größte Stuntman der Welt. Man muss ihn eigentlich nicht mehr vorstellen. Der Teufelskerl hat immer etwas ganz Besonderes auf der... Hier ist gerade eben eine wichtige... Ja, danke, Karin. Wir haben gerade eine aktuelle Meldung, nach der... ich denke, es ist am besten, wir schalten einfach sofort um zu Anke Engelke. Tut mir leid, Ingolf. Es ist etwas Schreckliches passiert. Etwas, womit man als Stuntman rechnen muss, auch wenn man hofft, dass es niemals eintritt. Es gab einen Unfall. Spartacus wird gerade für die Notoperation vorbereitet. Es war aber auch wieder ein tollkühner Stunt, den Spartacus geplant hat. Zufällig waren unsere Kameras schon aufgebaut und so wurden wir Zeugen des furchtbaren Dramas. Regie, bitte den Film. Bitte! Ich glaube, das wird heute überhaupt der größte Stunt, den wir gemacht haben. Das ist die Kamera, in die ich reinsprechen soll, ja? Okay, dann bleibt immer auf mir drauf, dass man gut das Schild hier lesen kann, ja? Habt ihr prima gemacht, Jungs. Und die andere Kamera oben, auch klar? Alles klar. Okay, prima, dann gehen wir bei dem Magnet rum. Ist das wirklich der stärkste Magnet der Welt? Aber klar, Boss. Ja? Ja. Pass auf, du setzt dich in den Bus rein, ja? Und steigst auf die Bremse und stehst ganz fest drauf, bis ich sage, los. Ich setze mich jetzt auf diesen Stuhl. Könnt ihr mal das Bild freimachen, bitte? Und mit dem Magnet ziehe ich den Bus an, sobald die Bremse gelöst ist. Ne? Aber erst lösen, wenn ich sage, los, hast du das kapiert? Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal einen Versuch. Ist bei euch alles klar soweit? Ja, klar, Moment noch. Wieso? Was ist denn los? Was ist das für ein Lärm? Das Los war nicht für euch, das war für die Kamera, ihr Nieten. Oh nein, der Bus voller Dreck. Hat jemand Wasser? Ja klar, ihr könnt das Wasser aus meiner Niere nehmen, die liegt da vorne rechts.
Wieso ist der beschissene Bus wichtiger als ich? Wieso komme ich nicht ins Krankenhaus? Soweit das dramatische Geschehen. In diesen Minuten wird Spartacus für die Notoperation vorbereitet und wir hoffen natürlich alle, dass dieser wunderbare... Da kommt er gerade. Oh, Herr Doktor, können Sie mir sagen, wie es mit Spartacus steht? Kaum. Der Arzt bin ich ja an die Schweigepflicht gebunden, aber wahrscheinlich stirbt er und deswegen kann ich offen sprechen. Der Magnet ist in seinen Brustkorb tief eingedrungen, also Herz und Lunge. Alles kaputt. Wir müssen sofort operieren, das kommt auf die Sekunde an, sonst kratzt er uns ab. Vielleicht ein Wort von Spartacus selber. Spartacus... Was glauben Sie denn, Herr Doktor, wie lange wird die Operation dauern? Also, vorausgesetzt, dass er uns nicht unter Messerhops geht, würde ich sagen, so in etwa... Unsere Gedanken sind natürlich bei Spartacus. Wir hoffen und wir beten um einen glücklichen Ausgang dieser Operation. Sobald ich mehr weiß, melde ich mich wieder und damit zurück ins Funkhaus. Zum Sport. Ganz Deutschland ist im Formel-1-Fieber. Morgen Nachmittag fällt am Nürburgring der Startschuss zum großen Preis von Europa. Während die Fahrer eben noch um ihre Startplätze kämpften, absolvierte das Rettungspersonal hinter den Kulissen ein letztes Training. Schwerer Flüssigkeitsverlust. Korrekt. Ausfall der Pumpe. Ja. Und jede Zuleitung zum Abfüllstutzen ist beschädigt. Chronisch. Abriss an der Aufhängung. Reparabel. Und sieh dir mal hier das Getriebe im Innenraum an. Völlig im Eimer. Achtung! Er kommt! Da hat die deutsche Nationalelf den Erzrivalen Holland mit 1:0 besiegt. Dennoch gibt es in der deutschen Mannschaft einen Verlierer, Mario Basler. Warum der Bremer am Mittwoch beim Bundestrainer in Ungnade gefallen ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Leichtathletik. Beim internationalen Abendsportfest in Stockholm gewann die südafrikanische Langstreckenläuferin Sola Butt überlegen die 5000 Meter. Nach dem Rennen hatte sie noch Kraft für eine Ehrenrunde. Sumo-Ringen. Der asiatische Kampfsport mit den schweren Männern wird in Deutschland immer beliebter. Besonders Frauen finden Sumo-Ringer attraktiv. Vielleicht liegt es ja an der neuen Freizügigkeit. Zum Reitsport. Aus Aachen meldet sich jetzt unser Reporter Marco Rima. Wir warten auf Daniela Baumeister, die auf ihrem Wallach Tonto heute sensationelle Zweite bei der großen Dressurprüfung des Aachener CHIO-Turniers geworden ist. Für die Experten kommt dieser Erfolg allerdings nicht unerwartet. Ah, da ist sie ja schon. Daniela Baumeister, eines vorneweg. Sie sehen fantastisch aus auf Ihrem Wallach. Dankeschön. Ein zweiter Platz, das ist eine sensationelle Leistung. Wie fühlen Sie sich? Ach, ich muss sagen, ich bin doch schon ein bisschen enttäuscht, wissen Sie. Ich meine, es ist zwar gut gelaufen, aber zum Sieg hat es eben doch nicht gereicht. Trotzdem, ich persönlich war völlig begeistert von Ihnen, von Ihrem Ritt, Ihrer Präsentation. Ein Lächeln hier, ein Zwinkern dort. Sie sehen einfach atemberaubend aus. Toll. Dankeschön. Aber wissen Sie, das Dressurreiten erfordert vor allen Dingen hohe Kunst und Disziplin. Ja, lassen Sie es mich so sagen. Ich meine, ich wollte ja nicht Punktrichter sein bei Ihnen. Das ist doch ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Ich meine gerade, weil Sie... wie war Tonto drauf? Ach, das ging eigentlich ganz gut an.
In der zweiten Parade hat er dann allerdings ein bisschen den Rhythmus verloren und fing dann an rumzuzicken. Zum Schluss hatte ich ihn dann allerdings wieder im Griff. Ah ja, also Sie hätten bestimmt mehr Probleme gehabt, mich über den Parkour zu reiten. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, nächstes Jahr wird es besser laufen. Tja. Wie reitet man ein Pferd? Was? Wie reitet man ein Pferd? Wissen Sie, ich habe mit 7 Jahren angefangen. Ich glaube, das hat man dann irgendwie einfach so im Blut, dass das kann. Ja. Ja, und Tonto? Tonto? Mhm. Ja, Tonto ist mein Pferd, ja. Und ich hoffe, nächstes Jahr mit ihm zu gewinnen. Ja, zeigen Sie es denen. Ja, das werde ich machen. Tschüss, Daniela Baumeister. Tolle Frau. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Wochenshow. Es geht weiter mit dem Kulturreport. Von der Eröffnung der 23. Kasseler Kulturtage berichtet jetzt live mein Kollege Wilhelm Rogersen. Hallo liebe Zuschauer, grüß Gott, liebe Freunde der schönen Künste. Ich stehe hier in einem Museum für postmoderne Kunst in Kassel. Schauen wir uns ein bisschen um. Ah, da ist der Museumswärter. Entschuldigung, Sie kennen sich doch aus. Was ist das? Ein Pissoir. Meine Damen und Herren, ist das nicht toll? Ein echter Pissoir und gleich so viele davon. Nein, so ein Glück. Da steht der Künstler selbst in einer Installation. Bonjour, Monsieur Pissoir. Welch eine Freude. Monsieur Pissoir, was haben Sie sich bei der Anordnung gedacht und wofür steht zum Beispiel das kleine Ding da in Ihrer Hand? Wollen Sie mich anmachen? Aha. Anmachen kann man es also auch. Ja, Entschuldigung. Grandios, ein wahrer Meister. Merci beaucoup, Monsieur Pissoir. Wir lassen den Künstler jetzt alleine. Hier in dieser kleinen... Aha, dieser Teil der Ausstellung ist noch nicht eröffnet. Meine Damen und Herren, Museen sind so... Hey, halt, stopp, was machen die denn? Sind Sie wahnsinnig? Das ist doch Kunst! Das war knapp. Tja, meine Damen und Herren, trotz dieses kleinen Schocks muss ich sagen, eine wirklich gelungene Ausstellung. Ich hoffe sehr, Ihnen hat dieser kleine Rundgang gefallen und an dieser Stelle möchte ich auch meine Reportage beenden. Diesen Katalog nehme ich natürlich auch gerne mit. Ich gebe zurück ins Studio. Guten Tag, ich sammle fürs Altersheim St. Marien. Oh Mensch, da habe ich was für Sie. Vielleicht wird's gut. Ey, heute bist du da mit Waschen. Nö, ich will nicht. Der Typ ist total anstrengend. Ey. Komm, nun hab ihn doch nicht so. Mann, der ist so zickig. Der quasselt nur Blödsinn. Na gut, dann lass es uns zusammen machen. Ne? Okay, Mann, du nervst. Echt? Ist ja nicht auszuhalten, wenn der mal losbrabbelt, du. Ehrlich, ne? Meine Güte. Kriegst einen Koller, echt. Ah. Ah. Okay, Angelika, kannst du ihn reinbringen? Meine Damen und Herren, es gibt gute Neuigkeiten von Spartacus, dem größten Stuntman der Welt. Sie erinnern sich, nach einem Unfall beim heutigen Stunt musste Spartacus notoperiert werden. Anke Engelke berichtet jetzt live vom Ausgang der Operation. Anke. Wie ist denn die Operation verlaufen, Herr Doktor? Die ärztliche Schweigepflicht verbietet mir, was zu sagen. Aber es ist mir gelungen, den größten Teil des Magneten aus ihm herauszuoperieren. Einige Trümmer sind noch geblieben, aber die werden seinen Körper auf natürlichem Wege verlassen. Wir haben ihm ein ganz starkes Abführmittel gegeben. Da drüben ist er auch schon, Spartacus. Großartig, wie er das wieder geschafft hat. Er ist schon wieder auf den Beinen. Wahnsinn. Großartig. Ich habe es ja schon immer gewusst, dass er der Größte ist, aber heute hat es sich bestätigt. Spartacus ist ein wahrer Teufelskerl. Und mit dieser positiven Nachricht gehe ich zurück ins Studio.
zurück zur Wochenshow. Handys, meine Damen und Herren, werden immer beliebter. Dabei ist es nicht immer möglich, schnurlos zu telefonieren, vor allem, wenn man gerade ans EKG angeschlossen ist. Es soll aber Menschen geben, die gar nicht mehr ohne Telefonieren auskommen können.